Also, ne, wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist es, mich selbst belohnen und mir selbst zu gönnen. hallo erstmal zu meinem neuen Vlog. Ich habe schon die gesamte Wohnung geputzt, den Hausflur geputzt und Wäsche gewaschen und habe gleich ein Business Coaching und habe mir dafür Kirschen gemacht. Das heißt, mein T-Shirt ist heute Programm. Habe mir alles zurechtgelegt, also meine Coachings mache ich tatsächlich meistens auf meinem Sofa. Und genau, habe jetzt gleich mein Business Coaching, auf das ich mich sehr freue, weil ich ein paar coole neue Ideen hatte, die wir jetzt durchsprechen. Und danach werde ich mir was zu essen machen. Was mega Leckeres aus dem Thermomix. Da lasse ich euch dann gerne dran teilhaben. So, Obacht! Ich mache jetzt das hier. Risotto mit Zucchini. Das habe ich schon sehr oft gemacht, weil es einfach sehr, 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 sehr lecker ist. Ja, geil, mein Essen ist fertig. Wer einen Thermomix hat, der weiß, was dieses Geräusch bedeutet. Oh, es riecht schon so gut, es riecht schon so gut, es riecht schon so gut. Ich zeig's euch gleich mal noch. Es riecht sehr, 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 sehr lecker. Oh, yummy, 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 yummy. So, ich muss jetzt mal noch einen Schluck trinken. Und dann habe ich einen Termin. Ich gehe mir nämlich ein paar vier Wände angucken. Genau, ich gehe noch mal in die Wohnung. Guck mir noch mal alles an, mache noch mal ein paar Fotos. Und dann muss ich in den Fahrrad laden, denn an meinem Fahrrad ist gestern das Schutzblech hoppala pop abgefallen. Und ich hoffe, die können mir da schnell wieder was dran montieren. So, ich habe heute noch Erdbeersahne-Likör für mich und meine Freundin gemacht. Wir gehen heute nämlich feiern. ich habe mich gerade fertig gemacht, weil wir erst noch zusammen essen. Und ich wollte euch kurz mein Outfit zeigen. Also es macht sich halt hier immer nicht so gut. Ich bin ja auch kein Profi. Also egal, will ich ja auch gar nicht sein. So. Und zwar, die Jacke kennt ihr vielleicht schon. Die ist von EMP. Wir haben wieder das Kirschenthema. Dann habe ich hier ein Oberteil, das ist von Yours Clothing. Die mag ich ja sehr, 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 sehr gerne. Und dann einfach so ein schwarzer Shirtrock von H&M. Und Strumpfhosen und grüne Schuhe. Genau. Das war's. Wir schaffen jetzt also erstmal eine Grundlage. Ist halt ein Vorteil, ne? Wenn man einen Freund hat, der Koch ist. Und dann geht's los und ich freue mich ganz doll. Ich war seit Monaten nicht mehr abends richtig feiern. Und das sind die Leute, mit denen ich am liebsten abends feiern gehe. Und deswegen freue ich mich ganz doll. Und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Übrigens richtig, richtig gut getimt kam gestern mein neues Buch an. Weil gestern habe ich auch mein altes Buch zu Ende gelesen. Und guck mal, wie wunderschön verpackt das bei mir ankam. Das ist in so einem ganz, ganz tollen Beutelchen. Und jetzt nehme ich das hier mal raus. Da ist nämlich noch mehr drin. Auf jeden Fall heißt das Buch Irgendwo hinter den Wolken von Michelle Schrenk. Und ist wieder so was wunderbar Dünnes, so perfekt für den Sommer. So ins Freibad mitgenommen oder in den Urlaub. Finde ich richtig, richtig, richtig schön. Bin ich schon sehr gespannt. Ich mag auf jeden Fall das Cover sehr. Und dann waren hier so kleine Gold-Konfetti-Teilchen drin. Oder wenn sich die Kinder freuen. Und eine ganz tolle Karte. Die muss ich auch auf jeden Fall aufheben. Ich liebe ja so Federnkram, ne? Das finde ich immer super schön. Glaub an dich, dann wachsen die Flügel. Wie schön ist das denn bitte? Ganz, 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 ganz toll. Vielen lieben Dank. So, jetzt zeige ich mich auch mal so. Ich habe heute ganz in Ruhe gefrühstückt und ich habe schon Haushalt gemacht und war noch ein bisschen was einkaufen. Ich backe jetzt nämlich noch einen veganen Schokokuchen, den ich so noch nicht gemacht habe. Ich bin sehr gespannt, ob der heute Nachmittag schmecken wird. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich bin froh, dass es heute tatsächlich ein bisschen kühler ist, weil gestern Abend hatte ich einen Frisuren-Fail. Und mein Pony, der vorher so ungefähr glatt war, war dann so aufgeplatzt. Weil es halt sehr, sehr warm war und ich geschwitzt habe. Dann musste ich den halt irgendwie anders dann stylen. Und heute wollte ich mir eigentlich die Haare glätten.
Und das hätte ja dann nicht gehalten. Deswegen bin ich im Gegensatz zu den anderen tatsächlich ganz froh, dass es heute nur 20 Grad hat. Ich habe heute noch gar kein Update gegeben. Also ich war um 3:30 zu Hause. Es war so gut, wirklich. Es war richtig, richtig, richtig toll. Ich habe auch ganz viele tolle Leute getroffen, die ich sonst nicht so oft sehe. Und heute wird es halt noch besser, weil heute einfach noch mehr Leute kommen und die Musik besser ist. Freue ich mich schon sehr drauf. Und um 8:30 bin ich aber tatsächlich schon wieder aufgestanden. Meine Stimme hört sich noch ein bisschen komisch an. Ich habe aber schon einen Tee getrunken. Aber ich bin noch sehr, sehr müde. Und ich glaube, wenn der Kuchen jetzt gleich fertig ist in 20 Minuten, werde ich nochmal 1,5 Stunden Mittagsschlaf machen. Das hier sieht sehr gut aus, wie ich finde. Ich hoffe, er schmeckt auch gut und ist nicht zu trocken geworden. Ich bin ja nicht so der Typ, der jetzt noch eine Glasur drüber haut oder so, weil mir das sonst meistens zu süß wird. Genau, dann fahren wir jetzt mal zum Kaffee trinken und Geburtstag feiern. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin geduscht, habe Haare gewaschen. Hier steht schon mein Chorwach und mein Wasser, das ich jetzt nebenbei trinken werde. Also ich bin ein bisschen gerädert, muss ich sagen, trotz Mittagsschlaf und so ist man das halt nicht mehr gewöhnt und mir wird es, glaube ich, morgen richtig schlecht gehen. Gucken wir mal. So, und mein Outfit ist heute sehr rosalastig. Deswegen habe ich mich heute für die Sleek Eye Divine Palette entschieden, weil da ganz viele tolle Rosatöne bei sind. Muss gleich mal gucken, für welche ich mich entscheide. Und das ist so das Schönste auch für mich mit, ne? Wenn ich wirklich dann mal so größer weggehe. Dieses Fertigmachen vorher, diese 1-2 Stunden fertig machen vorher. Dann treffen wir uns so, naja, 3, heute sind sogar 4 Stunden vorher mit unseren Freunden. Wir essen zusammen, wir trinken zusammen, wir spielen, wir quatschen. Und dann geht's halt los. Also dieses ganze Rundrum liebe ich einfach und ich freue mich jetzt darauf, mich fertig zu machen. Ach so, die heißt, glaube ich, gar nicht ID Wine, sondern auch so Special. Naja, jedenfalls habe ich die bei Amazon verlinkt und kann die tatsächlich sehr empfehlen, falls da jemand eine Empfehlung sucht und euch die Farben gefallen. Wenn ich dran denke, verlinke ich die mal unten mit in der Infobox. Und ich gucke zum Fertigmachen immer Pitch Perfect. Aktuellerweise kommt er ja zum Glück auch auf Netflix und ich hoffe, Teil 2 kommt bald hinterher. Und ich spule dann immer zum Ende hin. Das ist irgendwie da so mein Lieblingsteil natürlich. Wo sie sich dann entscheiden, ne, dass ein anderer Weg ein besserer wäre. Und diese 20 Minuten, die liebe ich. Ich habe die schon Trillionen Mal gesehen. Und die ziehe ich mir jetzt rein, während ich mich fertig mache. So, ich bin dann jetzt mal wieder unterwegs. Heute habe ich mir die Haare geglättet. Aber hier hinten habe ich schon wieder so Sternchen abstehen. Das ist auch das warme Wetter, dann bleibt es nicht so lang. Ja, mal gucken, wie lange diese Frise jetzt halten wird. Mal sehen, ich hoffe das Beste. Wir laufen jetzt auch erstmal und fahren nicht mit dem Fahrrad, sondern schieben unsere Räder. Und abends, wenn wir dann losfahren, ist es ein bisschen abgekühlt. Und dann hoffe ich, dass meine Frisur das heute abhält. Mal gucken, ich melde mich dann morgen wieder. Guten Morgen! 5 Stunden Schlaf später, eine Dusche und Haare wieder im Naturzustand, treffe ich mich jetzt mit meiner besten Freundin zum Frühstücken. Also ich habe es dann doch wieder jetzt lockig gemacht. Gestern Abend habe ich die Haare geglättet und durch die Feuchtigkeit und einfach das Schwitzen und alles waren die dann, sind die dann förmlich explodiert. Und jetzt habe ich sie dann in ihren lockigen Zustand zurückgebracht. Genau. Und fahre jetzt frühstücken. Und danach bei meiner Familie Mittagessen und danach werden wir dann zum Pferdereiten gehen und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, es soll wieder sehr heiß werden. Schauen wir mal. Ach, ich habe gerade noch mal schön geschlafen und dann meine Wäsche aufgehangen und ein Eis gegessen. Einigen von uns geht es heute nicht so gut. Die haben, wie war der Wortlaut gestern, einfach mal laufen lassen. Ja, kenne dein Limit. Mir wurde erklärt, und ich gefragt habe, warum man das denn machen muss, dass sich Männer diese Frage nicht stellen. Gut, da kenne ich mich also nicht mit aus. Ich werde jetzt noch ein paar Videos drehen und ansonsten, meine Herrschaften, ansonsten passiert bei mir heute auch nicht mehr viel. Was Gutes essen,
noch was lesen, einen Film gucken. So in die Richtung geht heute, glaube ich, meine Nachmittags- und Abendgestalte. Und es ist auch gut so. Also heute brauche ich mal wieder einen ruhigen nach zwei solchen Tagen. Ich wollte euch noch zeigen, ich habe die letzten Tage diese Netflix-Serie How to Sell Drugs online geguckt. Die wird ja gerade auch sehr, sehr stark beworben, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt muss ich die mal raussuchen. Aber ich wollte euch das noch so ein bisschen zeigen. Ah, hier ist sie. Da. How to Sell Drugs online. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Ich war ja mega, mega überrascht, dass das eine deutsche Produktion ist. Also eine deutsche Serie ist und dass die richtig, richtig gut ist. Da passt für mich alles zusammen. Es ist kurzweilig, also es sind 6 Folgen. Es ist mega spannend, es passiert ständig irgendwas Geniales. Du hast sexy Schauspieler, du hast aber auch so Liebe, Highschool-Drama-Zeug dabei. Also war für mich die perfekte Serie, kann ich echt sehr, 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 sehr empfehlen. Ich gucke mir jetzt noch Footloose an. Ich liebe ja solche Trends und Musikfilme. Und dann gehe ich in mein Bettchen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!